Heute sprechen wir mal über das lange Bauzeitproblem. Was ist das eigentlich? Im Moment wird der Markt ja sehr stark bewegt und Bauherren müssen immer höhere Kosten tragen. Das liegt unter anderem daran, dass man einen Fachkräftemangel hat. Das liegt unter anderem daran, dass man eine Materialknappheit hat. Und es liegt daran, dass die Rohstoffpreise sehr massiv steigen. Das hat man ja zuletzt beim Holzpreis gemerkt. Und die gestiegenen Kosten geben die Hausbaufirmen natürlich an die Bauherren weiter. Das Ärgerliche daran ist, dass man früher zum Beispiel in der Bemusterung 20.000 Euro ausgeben konnte und hatte davon auch etwas, weil zum Beispiel eine höherwertige Badewanne eingebaut wurde oder eine größere Dusche oder vielleicht auch ein Parkett im Wohnzimmer verlegt wurde anstatt ein Laminat. Heute ist es aber so, dass man diese 20.000 Euro nicht irgendwie spüren kann, weil einfach der Preis an sich klettert. Ein weiteres Problem, die Kosten sind auch noch nie gesunken. Also die Preise sind stets gestiegen und das betrifft natürlich alle Gewerke beim Hausbau. Es wird also auch bei euch so sein, dass die Kosten für den Tiefbauer oder für den Gartenplaner oder für eine Sonderausstattung 2023 oder 2024 ebenfalls nochmal steigen werden im Vergleich zu heute. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann man da als Bauherr tun? Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass man nach einer Baufirma sucht, die noch kurze Lieferzeiten hat. Hierfür sollte man die größte Suchmaschine der Welt anschmeißen und mal gucken, wer da so im Markt unterwegs ist. Eine weitere Lösung wäre zum Beispiel, die Festpreisbindung mit der Hausbaufirma zu verhandeln. Normalerweise geben die Baufirmen einem nur 12 Monate Festpreisbindung. Man kann aber, wenn man sich zum Beispiel einen Sachverständigen auf Seite holt oder wenn man sogar selber probiert, versuchen, diese Frist zu verlängern. Zum Beispiel auf 15 Monate, 18 Monate oder 24 Monate. Ganz wichtig ist übrigens auch zu checken, wie lange sind die Lieferzeiten des Hausbauunternehmens. Selbst wenn ein Hausbauunternehmen die Festpreisbindung von 12 auf 15 Monate erhöht, hat aber 24 Monate Lieferzeit, trifft einen später trotzdem die spätere Preiserhöhung. Also hier genau hinschauen, genau prüfen, entsprechend verhandeln und dann ist man auf der sicheren Seite und vor höheren Mehrkosten geschützt. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.